Ja, wenn man eine klare Position vertritt, dann wird man angreifbar. Das kann ich bestätigen. Aber manchmal muss man klare Kante zeigen. Das fordert die Gesellschaft ja auch. Klare Kante gegen rechts, heißt es doch zum Beispiel immer. Wobei mit rechts hier definitiv Rechtsextremismus gemeint ist. Die Mehrheit der Gesellschaft steht gegen Rechtsextremismus. Nur ist es natürlich ungleich leichter, dagegen klare Positionen zu beziehen, wenn man auch da wohnt, wo auch die Mehrheit ist, also in kleineren oder größeren Städten. Was aber, wenn man aus einem kleinen Dorf kommt, mit wenigen 100 Einwohnern, wo man sich nicht aus dem Weg gehen oder in seiner Bubble, also seiner Clique von Gleichgesinnten, zurückziehen kann? Wenn es eben nur einen Nachbarn gibt, bei dem man sich das Gartengerät leihen kann und das leider derjenige ist, der eine ganz andere Weltanschauung vertritt. Vielleicht im Dorf sogar ziemlich viel Einfluss hat. Hans-Jakob Rausch hat sich das angesehen, wie das funktioniert mit der klaren Kante, wenn der Nachbar Nazi ist. Ich bin auf dem Weg nach Großkrams. Das ist ein Dorf in Mecklenburg-Vorpommern mit 186 Einwohnern. Ich habe erfahren, hier sitzen zwei Rechtsextreme in der Gemeindevertretung. Wie gehen die anderen Dorfbewohner damit um? Die Rechtsanwältin Julia Wohl besitzt im Ort einen Hof für ihre Pferde. Als sie erfährt, wer ihre Nachbarn sind, will sie ein Zeichen setzen gegen die Rechten und stellt in ihrem Garten ein Kreuz auf. Ein Kreuz ohne Haken. Hat ein bisschen was Buntes. Das war einfach für mich so ein Symbol, wo ich gesagt habe, da kann ich mich mit identifizieren. Und kann vielleicht auch so ein Statement machen, so dafür stehe ich. Und wer mit mir Kontakt aufnimmt, der weiß, woran er ist. Und womit er bei mir jetzt wohl eher weniger punkten dürfte. Die Reaktion der Nachbarn folgt wenige Tage später. Einer der beiden Rechtsextremen stellt ebenfalls ein Kreuz vor seinem Haus auf. Ein Kreuz mit Haken. Wenn man sich so ein Symbol in den Garten stellt, dann sympathisiert man eindeutig eben mit dem Nationalsozialismus und mit der ganzen dunklen Vergangenheit. Und da haben auch viele aus dem Dorf gesagt, hier ist jetzt eine Grenze überschritten. Also das geht so weit, es geht nicht. Wer ist dieser Mann, der in seinem Garten ein Kreuz mit Haken aufstellt? Sein Name ist Sebastian Richter, 1983 geboren, Familienvater, Inhaber eines Baumpflegeunternehmens. Er sitzt seit 2019 in der Gemeindevertretung. Nach seiner Wahl verteilt er ein selbstgemachtes Großkramser Blättchen. Darin gibt er sich ganz bürgerlich, als Macher und Kümmerer. Der Gemeindevertreter fordert eine Tempo-30-Zone im Dorf, möchte ein Begrüßungsgeld für Neugeborene und verkündet, unser Dorf lässt sich nicht spalten. Ja, wenn man das liest, dann denkt man doch zunächst auch, wie nett, solidarisch ist toll, jeder hilft dem anderen. Mhm. Wer sich damit nicht so intensiv befasst, das vielleicht auch nur überfliegt und nicht in dieser Richtung so geprägt ist, der nimmt das einfach so zur Kenntnis. Und da würde jetzt niemand denken, dass da jemand in irgendeiner Form rechtsextreme Positionen vertritt. Sebastian Richter war in der rechtsextremen Szene ein hoher Funktionär, Bundesvorsitzender des NPD-Jugendverbandes und Mitglied der inzwischen verbotenen HDJ, einer Art neue Hitlerjugend. Dieser verdeckte Völkermord durch Soldaten in weißen Kitteln, welche tagtäglich unsere deutschen Kinder im Mutterleib töten. Er gilt als besonders radikal und völkisch. Nationaler Sozialismus! Ich frage ihn für ein Interview an und er sagt überraschenderweise zu, aber erst in einigen Wochen. Ob ich mich darauf verlassen kann? Erstmal will ich wissen, was macht Richter im Dorf? Und wie soll man mit so jemandem umgehen? Um das herauszufinden, fahre ich ins nahegelegene Ludwigslust, zu Daniel Trebsdorf. Der Politikwissenschaftler berät Gemeinden und Vereine, die sich gegen Nazis engagieren und beobachtet die rechte Szene seit Jahren. Ja, gehen wir rein. Wunderbar. In Großkrams ist mit dem Herrn Richter jemand in die Gemeindevertretung gewählt worden, der eine eindeutige rechtsextreme Vergangenheit hat und der auch eine gewaltlatente Vergangenheit hat.
Und der in mehrfachen Quellen sich auch schon geäußert hat, dass er mit der parlamentarischen Demokratie und mit dem Grundgesetz nichts anfangen kann. Er gibt sich jetzt sehr bürgerlich und versucht tatsächlich Groß-Krams durch seine Aktivitäten in eine sehr starke rechte Ecke zu drängen, wobei er sich einen bewusst bürgerlichen Anstrich gibt. Verfolgen die Rechtsextremen eine Strategie? Tatsache ist, sie gehen vor allem in den ländlichen Raum, in kleine Dörfer. Überall in Mecklenburg-Vorpommern kaufen Rechtsextremisten Häuser, treten in Vereine ein, engagieren sich ehrenamtlich. Und nicht nur hier. Inzwischen beobachten Experten ähnliche Versuche der Einflussnahme in ganz Deutschland. Haben diese Versuche zugenommen in letzter Zeit? Man kann das ohne Problem sagen, dass rein statistisch sich in den letzten 5 Jahren das Anfrageaufkommen in diesem Bereich verdoppelt hat. Wie erfolgreich ist Sebastian Richter in Groß-Krams? Immerhin hat er bei der Wahl zur Gemeindevertretung die zweitmeisten Stimmen bekommen. Die Groß-Kramser sind uneins in ihrer Haltung. Einige lehnen Richter ab. Manchen ist er egal. Was ist mit denen, die ihn näher kennen? Nur einer will offen mit mir sprechen. Wolfgang Gresens. Er ist vor 2 Jahren aus Lübeck hergezogen und hat sich einen Hof gekauft. Hier will er seinen Ruhestand verbringen. Ich habe den Richter kennengelernt, weil der hat gesehen, ich habe meinen Trecker und da habe ich eine Gartenfräse dran. Und dann kam er und hat gefragt, ob er sich die mal ausleihen kann. Dann kam er her, wir haben eine Tasse Kaffee hier getrunken und haben uns ein bisschen nett unterhalten. Seine Kinder kamen dazu, seine Frau kam dazu. Ich habe das einfach nur als nettes Gespräch, als nette, sympathische Menschen kennengelernt. Was halten Sie von seinen politischen Aktivitäten? Stellt für mich überhaupt kein Problem dar. Weil wir reden da nicht über. Er fährt vorbei, hallo Sebastian, und das war's eigentlich. Wenn er NPD-Mitglied war und sagt, ich verabschiede mich da wieder von, ich will für die Gemeinde da sein. Warum soll er das nicht machen? Sagt er aber gar nicht, dass er sich davon politisch verabschiedet. Das weiß ich gar nicht. Ich kann das ja gar nicht sagen. Das war jetzt nur eine reine Mutmaßung von mir. Die leben in unserer Dorfgemeinschaft. Und wir haben direkt Kontakt zueinander. Also warum soll ich den einen bevorteilen und den anderen sagen, du gehörst hier nicht her? Also sowas gibt's nicht. Wolfgang Gresens teilt vielleicht nicht die politischen Ansichten von Sebastian Richter. Aber er sympathisiert mit ihm als Mensch. In der dörfischen Kultur ist die große Herausforderung, dass ich mit meinen Nachbarn zu tun habe, dass ich mit Menschen zu tun haben muss, auch am Wochenende. Dass ich meinen Alltag, auch meinen familiären Alltag, semi-öffentlich teile, weil der Nachbar über den Gartenzaun schaut. Und im Zweifelsfalle ist es ein militanter Neonazi, der über den Gartenzaun schaut. Und der weiß, wie ich mit meinen Kindern umgehe und wie ich mit meiner Frau umgehe und wie ich mit meinen Cousins und meinen Cousinen umgehe. Jetzt kann man ja sagen, Herr Richter will einfach nur helfen. Ich meine, er tritt auf, er verleiht sein Werkzeug, er ist ein netter Nachbar. Er drängt sich auch nicht auf mit seiner politischen Meinung. Wo ist das Problem? Das Problem ist diesbezüglich, dass es da kein privates Umfeld gibt. Sondern es ist natürlich eine bewusste, intendierte, geschulte Maßnahme, um Abhängigkeitsstrukturen in der dörflichen Kultur zu finden. Gehe ich ihm da schon auf den Leim, wenn ich ihn dann nett finde? Eingedenk der Tatsache, in welchen ideologischen Kreisen, in welchen demokratieverachtenden, menschenfeindlichen Kreisen sich jemand bewegt, muss ich mir natürlich die Frage stellen, wenn ich Herrn Richter auf den Leim gehe, dann gehe ich auch dem Wolf auf den Leim, der Kreide gefressen hat. Und er hat Kreide gefressen? Definitiv. Diese Strategie verfolgt Sebastian Richter schon Mitte der 2000er. Damals berichtet Panorama über ihn. Gemeinsam mit anderen Neonazis gründet er in Ostvorpommern eine Bürgerinitiative. Der harmlose Name? Schöner Wohnen. Schon damals spricht Richter ganz offen über seine Taktik. Die Form der Bürgerinitiative ist auf jeden Fall ein Erfolgsmodell, weil schon ganz alleine der Name in dieser heutigen Medienlandschaft sehr viel positive Vorstellungen weckt im Bürger. Wenn der Bürger hört, Kameradschaft XY, Kampfbund XY,
fühlt er sich immer wieder zurückversetzt ins Drei von mir aus. Und das ist eigentlich der Punkt. Die Inhalte sind dieselben. Und auch damals verteilen Richter und seine Kameraden ein Nazi-Blättchen. Getarnt mit dem unverfänglichen Titel Der Inselbote. 3 Monate nach unserer Verabredung ist es soweit. Das Interview mit Sebastian Richter. Es findet tatsächlich statt. Er hat aber eine Bedingung. Er möchte mich dabei filmen, wie ich ihn interviewe. Zum Schutz, wie er sagt. Moin, Herr Richter. Moin. Hallo. Entschuldigen Sie. Nein, alles gut. Das ist immer so ein bisschen. Moin. Richter kommt mit 3 Begleitern. Später werde ich herausfinden, einer von ihnen war früher NPD-Politiker und ein gewalttätiger Nazi-Hooligan. Ich würde gerne mit der Politik in Großkrams anfangen, mit der Politik im Dorf. Warum haben Sie sich in Großkrams zur Wahl gestellt? Also ich bin, manche sagen, ich bin so ein Machertyp und wenn ich sesshaft werde, egal wo, will ich mein Umfeld mitgestalten. Und für mich war ganz klar, es gibt 2 Möglichkeiten. Ich kann in die Feuerwehr gehen, um mich einzubringen, was für das Gemeinwohl zu machen. Oder die andere Variante ist ein Sportverein. Der Sport in unserem Dorf ist nicht meiner. Oder halt, man geht in die Gemeindepolitik. So. Ja, und so habe ich mich entschieden, als Gemeindevertreter mich aufzustellen. Was ist Ihre Strategie im Dorf? Ich habe keine Strategie. Man spricht ja immer von Strategie und Taktik. Ich bin ein junger Familienvater, der da in Ruhe leben will. So, und ich will natürlich nicht jeden Tag mich auseinandersetzen müssen mit Leuten, die der Meinung sind, die haben die Weisheit mit Löffeln gefressen. Sie wären jetzt die toleranten Menschen. Ja, ich will da in Ruhe mein Leben leben. Ja. Wir können auch in das Blatt blicken, das Sie selbst mit herausgegeben haben, der Aktivist, 2016. Das ist ja die Parteizeitung quasi der jungen Nationalisten in der NPD. Da waren Sie vorne auf dem Cover. Und dann steht da, neue Siedler, wenn der Nazi mit dem Trecker kommt. Und im Text heißt es dann, Mecklenburg-Vorpommern sollte zum Zuwanderungsland für Nationalisten werden und man solle im Dorfverbund politisch und gesellschaftlich aktiv werden. Ist also Ihr Engagement im Dorf Teil eines längerfristigen... Ja, was ist daran jetzt... Ich frage also, ja nur, ob es eine Strategie ist, die Sie verfolgen. Es ist keine Strategie, sondern es ist eine Möglichkeit, den jungen Menschen zu zeigen, dass wenn ihr, und deswegen muss ich da ja immer wieder auswählen, das gesellschaftliche Klima in der BRD grenzt heimattreue Menschen und Familien rigoros aus. Beobachter der Szene, unter anderem Herr Trebsdorfer, es gibt viele andere, werfen Ihnen vor, dass Sie sich bewusst als netter Kümmerer inszenieren, um Ihre wahren Absichten zu verschleiern. Hier wird nichts verschleiert. Ein Mensch ist ein Kümmerer oder ist es nicht. Ein Mensch ist fleißig oder ist es nicht. Das ist keine Strategie, sondern ich bin ein sozialer Mensch, ich helfe sehr gerne. Und wenn das ein Problem für diejenigen ist, die in mir eine Gefahr sehen, dann tut mir das leid. 2004 haben Sie dem NDR ein Interview gegeben. Da haben Sie eine Bürgerinitiative in Wolgast gegründet und gesagt, wenn man es Kampfbund nennt, statt Bürgerinitiative, dann schreckt das die Leute ab. Aber der Punkt ist, die Inhalte sind dieselben. Ja. Ist das keine Verharmlosungsstrategie? Nee, ist es nicht. Ich muss natürlich erst mal ins Gespräch kommen. Und wenn ich so blöd bin und Begriffe der BRD benutze, ja, die ja abschreckend wirken. Das Wort Rasse und Volk, das sind kontaminierte Begriffe. Wenn das der Normalbürger hört, da klingeln ihm die Ohren. Es sind aber dennoch biologische Gegebenheiten. 2016 haben Sie auf Facebook geschrieben, Graswurzelarbeit ist wichtiger als Parlamentssitze. Ja. Graswurzelarbeit. Was bedeutet das? Klingt auch nach Strategie. Graswurzelarbeit heißt im Prinzip, dass ich da, wo ich lebe und tätig bin, politisch aktiv werde. Nein. Also ich meine, was ist Politik? Alles, was wir machen, ist irgendwo Politik, weil wir interagieren. Was ich damit sagen wollte, oder heute ja auch noch so sehe, ist, wenn ich der Überzeugung bin, dass diese Gesellschaft für die Vielfalt der Völker schädlich ist, dann muss ich in das Volk reinwirken. Dann würde ich mal gerne darauf kommen, was Sie für richtig halten. Sie haben auf Demos gesagt, dass Menschen mit Migrationshintergrund keine Deutschen sind, sondern Ausländer. Stimmt das? Ich finde das schon wieder, ja. Aber ich muss trotzdem schon sagen, ein Mensch mit Migrationshintergrund, das sind so Begrifflichkeiten. Ein Fremder, es ist ein Fremder. Also eine Kuh, die in Schweinestall geboren ist, bleibt ja auch eine Kuh, richtig? Wer ist jetzt die Kuh in dem Vergleich? Niemand, das ist nur die Darstellung, dass ich kann nur sein, was ich bin, der Fakt ist. Und aus Ihrer Sicht ist jemand, dessen Eltern möglicherweise aus einem anderen Land kommen, niemals ein Deutscher?
geht nicht. Ihre politische Überzeugung, spielt die eigentlich immer eine Rolle, wenn Sie politisch handeln? Ich unterscheide sehr gerne zwischen politischer Überzeugung, politischer Meinung und Weltanschauung. Und ich sehe mich als Weltanschauungsmensch. Das bedeutet, alles, was ich tue, ist automatisch, ohne dass es bewusst ist, in Ihren Worten politische Überzeugung. Ja. Also spielt Ihre politische Überzeugung auch bei Ihrem Handeln in Großkrams eine Rolle? Bei jedem Menschen. Bei Ihnen? Bei Ihnen, jetzt geht es aber um Sie. Ja, ich nehme mich nicht von allen Menschen aus. Jeder Mensch macht das, was er für richtig hält. Und wenn meine politische Überzeugung mit Ihren Worten meine Weltanschauung ist, wird sich das immer widerspiegeln. Dazu zählt auch Ihr biologistisches, rassistisches Weltbild? Mein biologistisches Weltbild, ja. Sie haben ja, habe ich ja gesehen, auf Ihrer Facebook-Seite noch in diesem Jahr vom BRD-SIF gesprochen. Den Begriff haben Sie da ja benutzt, ne? Wollen Sie eigentlich die BRD abschaffen? Das politische System der BRD halte ich nicht für erhaltungswürdig. Das kann von mir aus weggefegt werden. Weil es nämlich eben die Verschiedenartigkeit der Völker mit Füßen tritt. Würden Sie sich denn selbst als Nationalsozialist bezeichnen? Wenn Sie an Hitler denken, Hitlerismus, nein. Wenn Sie an den vorinstitutionellen Nationalsozialismus denken, der nie Regierungsgewalt hatte, ja. Bevor Hitler an die Macht kam, der Nationalsozialismus oder welcher? Ja. Alles klar. Ein entlarvendes Bekenntnis. Sebastian Richter steht bis heute zu seiner rechtsextremen Gesinnung. Man muss ihn bloß danach fragen. Im Dorf machen das offenbar nur wenige. Julia Wohl hat sich anders entschieden. Sie will nicht wegschauen. Mit anderen Dorfbewohnern hat sie deshalb ein Bündnis gegen Rechts gegründet. Ich möchte nicht, dass irgendwelche Nationalisten hier die Oberhand gewinnen und letztendlich das, was wir in Europa schon erreicht haben, dass das wieder zurückgeht. Es ist ein Stück große Politik im kleinen Dorf. Julia Wohl könnte sich das Leben sicher leichter machen. Aber leicht ist eben nicht immer richtig. Was meinen Sie, wie verhält man sich am besten, wenn der Nachbar Nazi ist? Und was bedeutet für Sie eigentlich, links oder rechts zu sein? Diskutieren Sie gerne darüber bei uns im Netz unter panorama.de oder bei Facebook.